Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der IGAM, der Interessengemeinschaft Alpiner Modellbau. Was Sie hier jetzt sehen, ist eine Schneekanone als Modell nachgebaut. Schneekanonen dienen den Pistenbetreibern als Kunstschneeerzeuger. Das Wort Kanone ist ein bisschen martialisch, aber es hat sich halt so eingebürgert, die ganze Sache. Mit diesen Schneekanonen wird zu Beginn der Saison, Ende November, Anfang Dezember, jede Piste oder fast jede Piste erstmal mit einer Kunstschneedecke versehen, die etwa 30 cm hoch ist. Der Kunstschnee ist notwendig, dass man die Vegetation schützt, weil die heutigen Snowboards und Carving-Skier so aggressiv sind, dass sie normalen Schnee furchtbar zusetzen, und ohne diese künstlich erzeugte Schneedecke wäre also kaum ein dauerhafter Betrieb notwendig. Früher hat man immer gesagt, der Kunstschnee dient zur Verlängerung der Saison, das ist nicht richtig. Der dient einfach dazu, dass etwas Festes da ist, eine feste Auflage. Normaler Schnee ist im Handumdrehen ruiniert. Was wir hauptsächlich hier betreiben, ist der Modellnachbau von Pistenbullis oder anderen Fabrikaten, wie zum Beispiel hier in der Garage der schwarze Leitner LH500. Das ist ein anderer Hersteller. Diese Pistenbullis, das hat sich durchgesetzt, diese Bezeichnung, das kommt von der Firma Käsbohrer. Die Pistenbullis dienen im Original dazu, dass die Pisten präpariert werden können. Die haben alle vorne ein Schild dran, das in 12 Richtungen verstellbar ist, und hinter sich schleppen sie eine Fräse nach, die den harten Schnee zerkleinert und mit der gelben Anordnung, das ist ein Kunststoffmaterial, wird dann dieser zerkleinerte Schnee in eine wunderschöne neue Piste verwandelt, sodass man also, wenn man morgens startet um 9, da hat man dann wunderbare Verhältnisse. Um 10 ist es dann schon nicht mehr so schön, um 11 wird es schlechter und um 12 sollte man dann Mittagessen gehen. Wenn die Sonne recht scheint, dann bilden sich durch die Tausende von Skifahrern auch Buckel und Löcher und Rinnen. Und das muss dann am Abend, wenn die Skifahrer nach Hause gegangen sind, von diesen Fahrzeugen wieder geglättet werden und aufgefüllt werden. Und so macht man das. Die Fahrzeuge sind alle extrem geländegängig, können Steigungen von 100% und mehr überwinden. Und bei dieser Fahrt nehmen sie dann auch vorne mit dem Räumschild entsprechende Mengen Schnee auf, wie wir es hier sehen, und transportieren den Schnee wieder in die Piste und in der Piste nach oben. Denn der Schnee hat die Eigenschaft, dass er sich immer zum Rand der Piste begibt beim Skifahren und nach unten. Die Originalfahrzeuge sind sehr stark motorisiert mittlerweile. Es gibt also Fahrzeuge, die haben 500 PS. Es ist auch notwendig, denn Sie sehen, dass auf einigen oben eine Windeneinrichtung drauf ist mit einem Arm. Diese Winde dient dazu, dass das Seil, was auf dieser Winde drauf ist, oben an der Piste eingehängt wird, an einem festen Punkt, und das Fahrzeug sich dann herablässt im Steilhang und aber auch beim Fahren nach oben wieder von der Winde mitgezogen wird.
Das sind also etwa 30%, die die Winde dazu beiträgt, dass das Fahrzeug den Hang hinauffährt. Der Kamerad da oben, der hängt jetzt gerade mal seine Winde ein und zeigt Ihnen das, wie das funktioniert. Es hat sich nämlich erwiesen, dass beim Bergauffahren, wenn es sehr steil ist und der Schnee entsprechende Beschaffenheit hat, dass die Ketten dann doch mal durchdrehen und dann hat man den gegenteiligen Effekt, den man eigentlich will, man schiebt den Schnee dann doch irgendwie wieder nach unten. Und wenn die Winde mithilft, dann ist also immer gewährleistet, dass der Schnee nach oben transportiert wird. Da sieht man es sehr schön. Der Arm dreht sich immer so, dass das Seil straff nach oben zeigt. Und die Pistenraube kann sich unten drehen, wie sie will. Es ist immer die gleiche Situation. So, jetzt fährt er nach oben mit seinem Schneeberg. Und dann dreht er um, fährt wieder runter oder fährt rückwärts runter, je nachdem. Diese Präparierungsarbeiten werden überwiegend in der Nacht durchgeführt, damit keine Skifahrer mehr auf der Piste sind. Deswegen sind die Fahrzeuge auch mit einer enorm guten Beleuchtung ausgerüstet. Nach hinten mehrere Scheinwerfer, nach vorne 6 oder 8 Scheinwerfer, dass die Piste, wo sie arbeiten, gut ausgeleuchtet ist. Man muss auch daran denken, dass ab und zu schlechte Sichtverhältnisse sind. Sie fahren in Wolken oder im Nebel. Das kann dann manchmal so schlecht sein, dass man überhaupt nichts machen kann, weil wenn man nichts sieht, kann man auch nichts arbeiten. Die Originale sind alle mit einem hydrostatischen Antrieb ausgerüstet. Das heißt, der Dieselmotor treibt 3 Hydropumpen an. 2 Hydropumpen speisen jeweils die Fahrmotoren, das sind also auch wieder Hydromotoren. Und die 3. Pumpe ist für die Fräse zuständig, damit die Fräse sich drehen kann. Durch diesen hydrostatischen Antrieb ist es möglich, die Ketten gegenläufig laufen zu lassen. Das heißt, der Pistenbully kann auf der Stelle drehen. Unsere Modelle sind natürlich elektrisch angetrieben. Das bringt den gleichen Vorteil, man kann also die Ketten gegeneinander laufen lassen und sie drehen auf der Stelle. Und das Vorwärts-Rückwärts-Fahren ist ja auch ganz leicht zu verwirklichen beim Elektromotor. Man muss ja nur die 2 Anschlüsse vertauschen und dann dreht er sich andersrum. Hier der Marc da drüben, der macht für die Snowboarder eine Wellenpiste, dass die immer schön auf- und abfahren können. Dieser kleine Pistenbully hat auch eine komplette Hydraulik drin. Das gibt es mittlerweile auch, dass das da drin Platz findet. Bei den Großen hier ist es ganz klar, da sind die Funktionen hydraulisch angetrieben. Das können wir jetzt dann auch mal demonstrieren, was das Schild zum Beispiel alles kann. So, der Michael wird jetzt demonstrieren, was das Schild alles für Bewegungen ausführen kann.